Vergangene Woche war es endlich soweit. Der DAX knackte die 11.000-Punkte-Marke und nun fragen sich viele Anleger, wie geht es eigentlich weiter? Heute wollen wir einen charttechnischen Blick auf den DAX, aber auch noch viele Werte mehr wagen. Und das Ganze werden wir tun mit Martin Sieger, Leiter technische Analyse bei der LBBW hier in Stuttgart. Herr Siegert, wenn ein Index oder ein Einzelwert ein Rekordhoch knackt, dann sprechen technische Analysten ganz gern vom Uncharted Territory. Lässt sich zumindest in Bezug auf den DAX doch eine kleine technische Analyse vornehmen? Auf jeden Fall lässt sich eine technische Analyse vornehmen. Gehen wir mal direkt zum Chart. Wir haben einen Monatschart vorbereitet und wir sehen in diesem Chart den Trend-Expert, den wir eingearbeitet haben. Das ist ein Algorithmus basierend auf dem Monatschart. Und diese grünen Balken, wie wir sie jetzt im DAX sehen, sind noch positiv. Das heißt, wir sind jetzt 37. Monat in der Anstiegsphase. Es gibt noch keine Zeichen letztendlich, warum der Markt hier drehen sollte. Das heißt, wir haben noch weiteres Potenzial nach oben aus dem Monatschart, noch keine Trendumkehr. Und im nächsten Chart, im Wochenchart, wird das etwas deutlicher. Da sehen wir die letzten Einstiegssignale, nämlich die Bodenbildung um 8.355 Zähler und letztendlich diese um 9.600 Zähler. Von dort geht es stramm nach oben. Wir haben jetzt die 11.000er Marke antouchiert. Natürlich ist so eine Zahl auch eine kleine Konsolidierung möglich, einen kleinen Rücksetzer. Den sehen wir nun im nächsten Chart, im Tageschart. Dort sehen wir nämlich, dass wir so eine Rechtecksverbindung letztendlich haben könnten. Das würde nochmal bedeuten, wir könnten ohne Probleme Richtung 10.600, 10.500 fallen, dann wäre noch nichts im Markt passiert. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns weiter bekräftigen werden. Die nächsten Ziele oben liegen bei 11.325 und im Groben bei 11.500 à la longue. Schauen wir auf einen weiteren großen Index, den S&P 500. Wie würden Sie da die Aussichten beurteilen? Ja, auch hier nochmal zum Trendexpert. Auch hier die grünen Balken sprechen weiterhin für Aufwärtsbewegung. Es gibt noch keine Signale für eine Top-Bildung in diesem Chart. Im nächsten Chart, im Wochenchart, der sieht etwas interessanter aus dahingehend, weil wir jetzt, nämlich am vergangenen Freitag, die Rechtecksbegrenzung angetestet haben. Hier haben wir noch Potenzial nach oben. Das heißt, jetzt könnte für den nächsten ein bis zwei Wochen der amerikanische Markt als Leader sein, um den deutschen Markt letztendlich auch nach oben zu ziehen. Aus Sicht der Indikatoren haben wir auch hier genügend Platz in Richtung 2150, ja sogar zur 2200er Zone im S&P 500. In den vergangenen Monaten geriet das Devisenpaar Euro-US-Dollar immer wieder in den Fokus der Anleger. Der Euro gab gegenüber der US-Leitwährung massiv nach. Können Sie hier den europäischen Anlegern etwas Hoffnung machen? Ja, schauen wir uns den Chart an. Hier zum Langfristchart, auch im Wochenchart, auch hier ein Trendexpert eingearbeitet. Wir sehen letztendlich eine deutliche Abwärtsbewegung. Sie sehen alles rote Balken. Wir haben noch keine Stabilisierung. Wir haben eine leichte Beruhigung am Markt, das heißt für eine Seitwärtsbewegung. Aber von der Bodenbildung können wir noch nicht sprechen. Im nächsten Chart wird es auch im Tageschart etwas deutlicher. Wir haben ein Reversal gebildet, als wir die Marke von 1,11 angetestet haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir keine nachhaltigen Aufwärtsbewegung, sondern eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen. Das bedeutet, wir warten auf der Oberseite Widerstand im Bereich 1,1540, 1,1680 und sollte diese zweitgenannte Marke nicht gebrochen werden, dann gibt es nochmal eine Bewährungsprobe hier für den Euro gegenüber dem US-Dollar. Das heißt, dann erwarten wir einen Retest der 1,10er Marke und vielleicht ein moderat neues Tief im Währungspaar, bevor sich letztendlich eine längere Anstiegsbewegung abzeichnet. Auf eine Trendwende hoffen viele Anleger auch beim Goldpreis. Doch so wirklich Schub mag bei dem Edelmetall nach wie vor nicht aufkommen. Nein, der Goldpreis hat auch enttäuscht, das muss man ganz klar sehen. Auch hier im Monatschart sehen wir, dass es seit 23 Monaten eine Seitwärtsbewegung sind, auch hier rot gekennzeichnet. Hier spricht auch immer noch nichts dafür, dass wir neue Impulsbewegung sehen. Im Gegensatz, im nächsten Chart wird es etwas deutlicher, nämlich hier im Tageschart, da sehen wir, dass wir eine Kursspitze bei 1300 US-Dollar gemacht haben und jetzt uns wieder in einem intakten Abwärtstrend befinden. Wichtig wäre hier diese Zone um 1208 US-Dollar. Wenn wir uns stabilisieren könnten, würden wir eine nächste Anstiegsbewegung bekommen. Ein Bruch dieser Marke letztendlich führt nochmal in Richtung der 1150er Zone US-Dollar, also für Gold. Das heißt im Moment kein Kauf für Gold, sondern eher eine abwartende Haltung einnehmen. Schauen wir zu guter Letzt noch auf den Ölpreis. Viele Analysten sprechen hier bereits von einer bevorstehenden Trendwende. Die Nordsee Brent konnte zumindest auf Monatssicht um knapp 30% zulegen. Wie sieht das technische Bild aus? Also das ist schon ein imposanter Chart, weil er wirklich ausgebombt war und das hat auch von einer Gegenreaktion gesprochen. Aber letztendlich im Chartbild können wir noch keine Bodenbildung vollziehen. Das heißt, wir erwarten einen Anstieg Richtung dieser 65-Dollar-Marke für das Öl. Nichtsdestotrotz, wir gehen noch nicht von der Trendwende aus, sondern die Bewährungsprobe steht nochmal an. Um hier von einer nachhaltigen Wende zu sprechen, brauchen wir eine
breit angelegte Bodenbildungsformation und die ist im Chartbild noch nicht erkennbar. Nichtsdestotrotz, diese kurzfristige Bewegung, also diesen Ausbruch aus dem Trend, konnte man als Trading-Idee nutzen, aber im Moment ist der Markt schon heiß gelaufen. Zu guter Letzt noch der Blick auf einen Einzelwert. Die Deutsche Telekom steht bei Ihnen im Fokus. Ja, die haben an dieser Stelle vor ein paar Wochen schon gezeigt und haben auf die Aufwärtsbewegung hingedeutet. Auch hier sehen wir, dass wir jetzt in der Widerstandszone um 1670, 1680 kommen und wir gehen davon aus, dass wir die Marke sehen werden, aber hier erstmal zunächst stoppen und hier sind Gewinnmitnahmen einfach angesagt dann für die Anleger. Der technische Blick auf die Märkte mit Martin Siegert, Leiter technische Analyse bei der LBBW. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.